Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Und wir sind bei Pivot, Pivot, irgendwann. Ihr werdet das gleich sehen. Das ist so ein Puzzle-Indie-Game, wo ich mich gleich hervorragend gut anstelle. Deswegen gucken wir mal, wie weit wir da kommen. So, jetzt ist Endless-Modus. Ihr seht, das haben wir alles noch gar nicht. Naja, und sowas, das kann ich mal alles gleich gucken. Ich habe mal in Voyage ein bisschen reingeguckt. Das tun wir jetzt. Gesteuert wird mit linker und ja, ihr seht schon, damit wisst ihr schon, wie oft ich dieses Game gespielt habe, nämlich zweimal. Mit linker Maustaste, rechter Maustaste. Ja. Ich müsste aufpassen. Falsch rum. Genau so. Man muss also gucken, dass man dann so ein bisschen stehen bleibt. Das war gar nicht schlecht. Okay. Das sieht gut aus. Wie bin ich jetzt gestorben? Egal, wir haben auf jeden Fall einen neuen Level erreicht. So. Was soll denn das? Das verstehe ich noch nicht ganz. Verstehe ich. Wie versterbe ich denn da? Bist du nur geradeaus durch? Okay, das war diagonal. Das kann ich noch nachvollziehen. Ihr seht schon, die Strecke bleibt eigentlich mal gleich. Die Perspektive ist noch anders. Das macht euch ein bisschen Kolone, sag ich mal einfach. Jetzt lässt er mich gar nicht mehr durch. So, und dann drehen. Ach so. Ja, ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Klar, da wo der kurze Balken ist, da muss ich stehen. Und das mache ich dann falsch. Sag mal. Oder das ist sicherlich ein Spiel, was wahrscheinlich nicht unbedingt für die Maus hervorragend geeignet ist. Da gibt es wahrscheinlich bessere Systeme. Aber die Musik ist cool. So. Zack. Schön. Da sind wir falsch, klar. Aber wer weiß, vielleicht könnte ich das tatsächlich mit euch lösen. Ja, langsam weiß ich, wie der Hase läuft. Boah, das ist ja böse. Was ist das denn jetzt? Ziegel oder sowas? Okay, da muss der Pannemann auf der nichts abkriegen. Schön. Nochmal so ein Ziegel. Aber die Ziegel sind meine Freunde, ich merke das schon. Da komme ich ja gar nicht mehr zurecht. Ihr seht oben an der Leiste, wie weit man erst ist, ne? Da könnte ich euch ein endloses Video geben. Och Mensch! Aber ich finde sowas zwar cool, aber wie ihr seht, bin ich nicht der geduldigste einer. So.
ansonsten besser. Ich finde die Musik auch besser. Deswegen renne ich da voll mir entgegen. Ja, ist klar. Ist klar, läuft. So, das Ding jetzt habe ich quit gemacht. Egal, komm, dann können wir auch mal einen anderen Modus zeigen. Ich glaube nicht. Die 100 werde ich nie im Leben erreichen können. Nö, nicht wirklich. Ja. Das geht ja alles noch. Hab ich denn jetzt reingelenkt, weil ich ein Hornochse bin oder was, ne? So. Geht. Ja. Eine Windmühle. Ist klar. Willkommen in Holland. Ne, ist logisch. Damit ich jetzt richtig einen vor die Fresse kriege, ist schon klar. Das war ja nicht schwierig genug. Boah, das ist schön, da kommen wir also noch hin. Jetzt? Sag mal, ihr bekloppt oder was? Boah. Boah. Was war das denn jetzt? Das würde ich sagen, ist geil. So, den habe ich auch noch nicht, den Modus. Den habe ich auch noch nicht. Random Endless. Ja, dann zeige ich euch die doch auch noch. Random Endless. Also das heißt, da kommen jetzt alle Gegenstände aus dem ganzen Game. Von denen ich wahrscheinlich noch nicht. Boah, vor allem ist das fix. Oh geil. Ach du Scheiße, auch noch mit Kreisverkehr. Nö, ist klar. Klar, mit dem Kreisverkehr einbrechen. Ich hab das drauf. Ja, ich glaub, die kriege ich gar nicht auf die Kette. Aber vielleicht mache ich tatsächlich mal den Easy-Modus fertig. Scheint man ja tatsächlich unendlich Continuous zu haben. So, jetzt machen wir das Expert. Scherz, ne? Jetzt weiß ich ja gar nicht mehr, wie ich heiße. Ja gut, den kann ich fast gleich vergessen, den Modus, weil da kriege ich nie was hin. So, wisst ihr was? Wir machen nochmal einmal den. Was denn? Looper. Okay. Ah! Okay, gut, das ist nachvollziehbar. Kann ich die dann gut machen, oder? Das will ich jetzt mal wissen.
Nee, die macht man damit kaputt. Warum nicht? Nee. Das tut bleibt der Feind. Zählen nicht, ne? Natürlich nicht. Wäre auch zu einfach. Na komm, einmal habe ich noch mal ein Level 2. Ist aber ein Spiel, was unglaublich viel Suchtfaktor beinhaltet. Ich versuche nochmal was. Achso, man macht halt. Alter. Das ist doch cool. Mal gucken. Schau ich das mit dem Windmühlen? Wahrscheinlich, wenn man 100 mal Stück kriegt, dann wahrscheinlich auch noch was. Ja. Oh. Wahrscheinlich, wenn man den Kreis voll hat, dann hat man ein Level gepackt, ne? Hat man noch einen Checkpoint erreicht. Aber schön. So schlecht. Ist ja langsam gewesen. Ja, andersrum drehen. Ziegel sind immer noch mein absoluter Todeskandidat. Windmühlen sind zwar auch scheiße, aber Ziegel kommt nicht voll raus. Warum drehe ich mich eigentlich immer in die Windmühle? Ich frage es gar nicht. Ich mach's schon wieder. Boah. Jetzt will ich es aber total risky machen. So, haben wir. Das geht auch gut. Haben wir. Wie mache ich das denn jetzt? Ich da einfach so durch? Okay. Verstanden. Die Lernkurve geht weiter. Danke. So. Ja, ich hab's doch gerade gelernt. So. Das war knapp. Boah, jetzt kommen die nächsten. Die, was weiß ich, Zwischenziegelnummer oder. Also du hast immer so ein Tutorial und dann musst du den Quatsch irgendwie anwenden.
irgendwie angefixt. Ja, gut. Und wunderbar. Ja, ist klar. Ist klar, das wird ja immer geiler. Die Tutorials kann ich ja mit Sicherheit, das ist klar. Aber das Ingame ist schon eine andere Frage. Aber wie immer, so, wer das kennt, das war natürlich gut. 50 Mal gestorben übrigens, falls das einer gerade wissen will. Ich denke mal, den Gag werde ich machen. Das werden wir zusammen durchzocken. Also, den normalen Mode. Alles andere höchstwahrscheinlich nicht. Wir sind bei Halbzeit so ungefähr, ne? Was mache ich denn hier? Könnte man das nicht sagen, aber wahnsinnig gut ist das nicht. So, besser? Ja. Schön. Ich bin jedenfalls gerade nach dem Checkpoint gestorben. So, das heißt, wir gehen da jetzt immer so ein... Ach, der Scheiße. Das heißt, wir müssen da immer so ein bisschen rein winken und rauswinken. Schön. Ja. Boah. Und der nächste. Ach du meine Güte. Da muss, da, jetzt kommt doch der Bereich, wo du einfach nur Glück haben musst. Meine Güte. Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir auch hin. Das kriegen wir auch wieder hin. So, was kommt denn jetzt? Was mache ich denn jetzt wieder? Achso, da kann ich. Achso. Schön, diese Pillen hatten wir schon mal. So. Und fertig. Wunderbar. Bisschen mehr steuern kannst du dann doch schon. Och, jetzt geht's aber überhaupt. Jetzt geht's aber weg hier. Jetzt verließen sie ihn. So. Bitte was? Achso, da kannst du so tricksen. Ah, okay. Nein. Jetzt müsste ich überhaupt nicht, wenn man da weiterkommt. Ja gut, der war böse. Jetzt mal ohne Witz. Wir schaffen uns ja doch in dieser Aufnahmesession. Das war gekonnt. So viele Level sind das tatsächlich nicht mehr. Wenn ich mich so anstelle, dauert es eh noch mal 10 Minuten. Jetzt verlassen sie ihn dann alles. Schön.
gut. Knapp. Reicht. Bitte was? Wie geht der denn? Wie geht der da rein? Wie kommt, ich kann doch nicht eben so eine Blitzdrehung machen. Moment. Das heißt, ich muss da irgendwie so dazwischen? Wie machen wir das denn? Ein bisschen so? Ja, tatsächlich, irgendwie sowas. Ist ja leicht schief. Und dann irgendwie drehen. Genau. Das krieg ich doch nie im Leben 10-mal hin, ey. Will ich euch garantiert nicht. Sollen wir die 100 noch voll machen? Mal noch 15 Versuche. Das geht ja jetzt schnell. Also, ich muss das so machen. Und dann in der richtigen Stelle drehen. Weil sonst passt das nämlich nicht. Ich muss wissen, wo der anfährt. Noch 7-mal. Also hier ist aber mal mehr als Holland in Not. Da weiß ich noch gar nicht, wie das sinnvoll gehen soll. Du kannst ja nicht so schnell drehen. Oder? Doch, kann man. Aber nicht, wenn er... Man muss wissen, wenn er außen ist. Was machen wir damit innen? Innen muss er genau seitenverkehrt machen. So, das geht. Ja, na komm. So. Und dann muss man genau umgekehrt drehen. So, genau so. Schön. Hab das System noch jetzt begriffen. So, das ist richtig. Das ist außen. Und jetzt nochmal. Na, komm. Ich will jetzt aber schaffen. Da prahle ich so schön, dass ich das System jetzt begriffen habe, da mache ich nur Scheiße. So. So. Ja. Yes. So. Unglaublich, wir haben es. Schön. Schön. Was kommt denn jetzt noch? So, das können wir drehen. Das geht aber eigentlich. Das geht. Das ist der letzte Level. Kreisverkehr. Wie mache ich den denn jetzt? Ich muss wahrscheinlich mit dem Kreis mitgehen. Ach du meine Fresse.
Okay, also mit dem Kreis mit. Oh. Ich glaube, das kriege ich nicht beendet. Auf jeden Fall nicht in den nächsten 10 Stunden. So. Ja, darfst auch nicht zu viel drehen. Das gibt nicht. Das geht doch gar nicht so schnell genug. Okay, geht doch. Das schaffe ich doch nie im Leben viermal. Boah. So schnell geht das hier überhaupt nicht. Da, du gehst da nämlich voll rein. Komm, würde ich sagen, das gebe ich euch sicherlich nochmal in einer anderen Folge. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Das ist jetzt eh schon viel zu lang geworden, das Video. Aber wisst ihr Bescheid, das war Pivot oder Pivot. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und ich habe noch ein bisschen was für euch. Bis dann. Tschüss.